Hallo und herzlich willkommen, Rogue Legacy 2, Folge 51. Leute, wir sind über die 50 rausgeschossen. Das finde ich eigentlich richtig, richtig nice. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wir sind immer noch im Sonnenturm. Naja, das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen, glaube ich. Würde ich mal ganz frech behaupten. Irgendwie kriegen wir das schon noch gebacken. Ja. Nur rumstehen und nichts machen und Däumchen drehen bringt uns auch nicht weiter. Deswegen machen wir jetzt wenigstens irgendwas. Ja, das geht wieder gut los hier. Mana und Essen. Das brauche ich natürlich jetzt. Das ist wieder ein schöner erster Raum. Obwohl, das hält sich sogar noch ein bisschen in Grenzen oder auch nicht. Nee, hält es sich nicht. Ja, schöne Sache. Was ist denn da oben eigentlich los? Ach ja. Oh Gott, weg. Ist er tot? Ja, er ist tot. Ja, das, ja, das war wieder ein schöner erster Raum. Also sowas von überhaupt nicht war das schön. Menschenskinder, hier geht's wieder rund. Wir haben gerade angefangen. Wir sind nicht mal... Doch, wir sind eine Minute 30 in der Aufnahme und schon geht's so ab hier. Gute Nacht. Oh Gott. Verpennt. Ach, die Wolken. Genau. Come on, man. Was geht denn hier eigentlich schon wieder ab? Da gehe ich gerade wieder. Guckt euch mein Leben an. Was ist denn eigentlich in diesem Sonnenturm verkehrt? Jetzt mal ohne Witz. Das stimmt doch vorne und hinten was nicht in diesem Ding hier. Diesem Gebiet. Ich glaube, wir werden jetzt einfach ein bisschen durchhüpfen. Ich will mal wieder irgendwas schaffen. Vielleicht fliegen wir auch einfach durch. So, und einmal... Ja, schön. Okay, hier geht es wenigstens nach oben weiter. Das ist schön. Was machen wir jetzt? Einmal hochporten. Und krepieren wahrscheinlich. Sehr schön. Oh Gott. Konzentration, dann wird das noch was. Ja, Essen oder... hilft mir. Essen oder Mana-Tränke. Ich habe jetzt die Rune, dass Mana-Tränke mich auch heilen. Also... Essen oder Mana-Tränke. Und mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja Vampirismus. Ich heile mich ja eh wieder hoch ein bisschen. Ich spät sie. Muss halt nur aufpassen. Wie ich es mache. Mensch. Komplett verpennt. Und das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Zack, bumm. Krach, bumm. Das blöde Auge. Geh weg. Du kannst auch gerade gehen hier. Du brauchst hier gar nicht rumflattern wollen, so doof. Fängt natürlich schon damit an, der Sack. Oh Gott, komm. Da gehen wir gerade wieder. Da gehen wir nicht rein. Da bin ich gerade ein bisschen zu wunderfitzig. Oh, ich spreng mich gleich noch selber in die Luft. Ja. Das wäre es noch geworden. Hätte ich mich jetzt hier selbst in die Luft gesprengt, hätte ich mir wahrscheinlich in den Arsch gebissen. Weil diese Explosion tut weh. Die tut sehr weh. Was haben wir hier? Oh Gott. Ja, schön, schön, schön. Gott, oh Gott. Stopp, bitte, stopp. Komm, Flatterknil, ich stirb. Ah ne, das ist ja der Flatterschädel. Das andere ist ja der Knilch, der Knochenknilch. Naja, ist ja egal. Alles die gleichen Knilche hier. Komm, stirb. Ich will doch nur mal wieder zum Boss oder so. Stopp, 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 stopp. Nein, darauf kann ich nicht springen. Ja, ich hätte mir den Angriff wahrscheinlich sparen sollen gerade. Da hätte ich noch Leben, also mehr Leben über. So, komm. Ja, easy. So muss das. So geht das. Wieder was gelernt, ne? Nicht. Diese Masken, ich sag's euch, das sind auch so Nervgegner. Ist das jetzt eine neue oder dieselbe? Ich hoffe, das ist dieselbe. Nein, das ist eine andere natürlich. Muss ja sein.
Ja, wenn sie zu viel Schaden kriegt, teleportiert sie sich halt weg. Das ist nervig. Und dann schießt jemand in irgendeine random Richtung Projektile weg. So, hat es den anderen verrissen? Den Geist. Sieht so aus, ne? Der ist komplett aus dem Leben gerissen, den Guten. Das ist doch schön, ist das. Komm hier. Kannst du haben, mein Freund. Ui. Gott, oh Gott. Erstmal die Armbrust weg da. Die sprengen wir in die Luft. Schöne Sache. Ja, Vampirismus ist schon cool. Man kriegt zwar mehr Schaden, aber man... Also wenn man so eine schwarze Lochfähigkeit hat wie hier, das ist natürlich lächerlich, wie man sich da wieder hochheilen kann, ne? Einfach mal gut ausweichen und zugucken, wie das Leben einfach wieder hochtickt. Zack, 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 voll geheilt. Da haben sie mir jetzt schön rangekriegt, die Säcke. Hey, hör mal auf. Bitte nicht krepieren. Ich will nochmal da hoch und das Zeug absnacken, was da oben liegt. Okay. So, komm, nimm das. Du Schelm. Da oben hängen noch mehr. Jo, die hat es fast alle verrissen jetzt. Das ist ja auch schön. Alle außer einen, oder wie? Sehr schöne Sache. Jetzt hat es alle verrissen. Ja, sehr geile Sache. Ich raff's halt wieder nicht, wo man zum Boss muss, ey. Ich weiß es immer noch nicht. Ich schätze, man muss nach oben. Aber wie weit stumpfsinnig soll ich noch nach oben? Das war weit. Ja, was gibt's da hinten? Die blöde Tür mit dem Ereignis, wo ich nicht mehr hin muss. Wahrscheinlich immer noch das gleiche, schätze ich mal. Oh Gott. Komm. Hör auf, so rumzuflattern und stirb halt endlich. Nein, oh Gott, fassen den Knochen rein. Das machen wir uns ganz einfach. Oh Gott, oh Gott. Das war so dumm. Ja, klasse. Das war richtig, richtig dumm. Naja, wenigstens wieder ein bisschen Gold. Ja, ich war zu greedy. Ich habe zwei Kisten gesehen und dachte, ja, das mache ich. Wir geben, glaube ich, gerade nochmal den Astromant. Der Astromant ist schon nicht schlecht. Ist das ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich, wie das hier läuft. So, was können wir hier oben? Zufällige Waffenvolltreffer. Ich weiß nicht, will ich jetzt überall einen Punkt reinstecken oder will ich was Wichtiges upgraden? Ich habe gerade gesehen, es kostet 18.000. Okay. Ja, ich glaube, wir... Och Mensch, hilf mir doch einer. Ja, ich glaube, wir gehen hier für weniger Schaden während dem Sprint. Können wir wenigstens durch die Gegner durchsprinten und kriegen weniger Schaden. Ja, ich habe einen super Reizdarm. Ist doch auch schön, ne? Sowas braucht man immer. Abfahrt. Ja, wahrscheinlich wäre das Sonnenturm am einfachsten, wenn man davor durch alle anderen Gebiete rennt. Aber dann wird halt jeder Run irgendwie 40 Minuten lang. Und das will ich irgendwie auch nicht wirklich machen. Das ist schon dezent ärgerlich. Wir probieren es jetzt irgendwie zum Boss. Jetzt habe ich halt die Fähigkeit auch nicht wegen diesem Reizdarm-Dingens, ne? So, verfehlt. Ups, das ging besser wie erwartet. Schöne Sache. Ja, das ist ja auch wieder klasse. Ja, so mag ich das nicht. Ich darf die Kisten nicht zerstören. Komm, stirb. Oh Gott. Oh, das sind noch mehr von denen. Nein, wieso kriege ich das beim ersten Mal eigentlich nie hin, hier hochzuspringen? Was ist denn los? Ja, ich bin halt schon gleich wieder tot, ne? Ich springe jetzt einfach mal auf gut Glück runter. Ist mir egal. Dann reißen wir das ganze Ding hier ein. Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Die haben keinen Bock. Ja, dann gehe ich halt. Tschüss. Gott, oh Gott. Ja, boah. Wenn ich das schon wieder sehe mit diesen Wolken da, wie knapp das am Kopf ist mit diesen Dingern.
Richtig, richtig nervige Sache. Oh Gott, ja, schön. Das ist ja eine tolle Begrüßung, ist das. Menschenskinder. Ich glaube, ich spinne. Au. Schöne Sache. Und ganz nach unten am besten, warum nicht? Ha! Getrickt! Oh Gott. Oh. Was haben wir hier? Das kenne ich doch auch. Ist das die Sporenwolke? Fügt Sporenregen zu. Sollen wir würfeln oder sollen wir das mitnehmen? Wir packen das mal ein. Ja. Ah ja, genau, das ist das hier. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Das hat eine große Angriffsfläche. Oh Mann. Ui, und tschüss. So war das nicht geplant, aber es hat funktioniert. Fang. Oh nee, come on. Ärgerlich. Ach, natürlich lande ich noch drin. So, wir gehen jetzt einfach stumpf Richtung oben. Richtung hoch. Und warum? Weil ich es kann. Schöne Sache. Nein, das... Oh, diese Wolken. Gott, oh Gott. Geschafft. Wo geht's denn dahin? Will ich das tun? Ich glaube, ich will das nicht tun. Okay, ich will das doch tun, vielleicht. Jetzt habe ich keinen Sprung mehr. Okay, geschafft. Oh Gott. Seid ihr alle tot? Ich hoffe es doch. Menschenskinder. Das ist wieder stressig hier. Richtig stressige Sache. Nein, ich habe keinen Doppelsprung mehr. Ich darf den nicht immer so früh... Ach, so früh raushauen. Dulli. Dulli, Dulli. Schöne Sache. Was ist denn da oben? Geht's da weiter? Ach du heilige... Oh Gott, oh Gott. Ja, schön. Nein, nicht... Och Mann. Och nö. Leute, helft mir, Leute. Ich glaube, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Okay, ich glaube, wir gehen auch wieder. Ja, ich glaube, das gebe ich mir nicht. Was ist hier hinten? Da geht's weiter. Ja, nee, das ist es nicht. Wahrscheinlich ist es das nicht wert. Oh Gott. Nee, aber... Ah. Nein, nein. Do it, do it. Och Mann, come on, man. Ich hab... Du hast so viel Leben verloren und kriegst es nicht auf Kette. Hör doch auf, jetzt ganz runter zu fliegen, du Spacken. Gott, bist du... Ist das nervig. Oh, ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt hier lang. Das ist mir gerade egal. So, sag mal. Das glaube ich dann echt bald, du. Schöne Sache. Ja, ich weiß nicht. Warum? Warum muss das so sein, wie es hier ist? Warum muss das so sein, wie es... Jo, tschüss, Lady Hannelore. Da hat sie richtig aus dem Bild geschossen gerade. Warum muss das hier so bescheiden sein? Ich verstehe es nicht. Gold kommt nur aus Truhen und die Beträge schwanken stark. Ah. Ja, klasse. Dann würfeln wir einmal. Ja, das wird nicht besser. Du hast eine zufällige Waffe und ein zufälliges Talent. Aha. Das nehmen wir. Egal. So schlimm kann es nicht werden. Hoffe ich. Ja, schön. Da kann ich mir nichts leisten. Sehr geil. Zufällige Waffe, zufälliges Talent. Das sieht mir aber nach einer normalen Flinte aus. Wie sieht mein Talent? Ah, das ist, wenn ich drin bin, wahrscheinlich erst. Ja, dann gehen wir rein. Hallo.
Boah, das ganze gute Gold, Mensch. Oh, man. Ja, und jetzt? Ach so, oh, bin ich doof. Das ist ja ein Walkür. Natürlich hat er schon den Revolver in der Hand, ich Depp, und den Efeu-Baldachin vom Waldläufer. Oh, bin ich dumm. Richtige Fail-Aktion, ey. Richtige Fail-Aktion. Das heißt, das Video muss jetzt beendet werden, weil, und mit diesem Fail kann ich nicht weiterspielen. Nee, wir sind eh wieder bei einer guten Zeit angekommen, hätte ich behauptet. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Schaut mal auf dem Kanal vorbei, wenn ihr wollt. Man hört sich im nächsten Video oder in einem anderen Video. Haut rein. Ciao, ciao.